Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis. Viel mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Gotland und... Warte, gucken, wollen wir uns nochmal von... Wollen wir uns von dir nochmal irgendwas holen? Eigentlich brauchen wir hier nichts unbedingt, ne? Wir tauschen uns nochmal gegen Vertrauenspunkte. Ja, wir wollen einen Krieg gegen Lübeck vorbereiten. Kann sein, dass es funktioniert. Kann auch sein, dass es noch nicht so funktioniert. Wir schauen einfach mal. Frankreich, der Big Blue Blob, aber zum Glück der Rivale von Kastilien, von daher hauen die sich vielleicht irgendwann nochmal auf die Mütze, das könnte ganz unterhaltsam werden. Österreich nicht ganz so stark, wir sind mit Österreich verbündet, aber ist eigentlich soweit erstmal in Ordnung. Hof hier in Litauen, weil wir die auf jeden Fall für unsere Unterstützung brauchen. Und bei den Einflussaktionen gehen wir hier auch nochmal aufrufieren, weil wir da die Punkte brauchen. Jetzt erstmal. Wir lassen das mal noch so ein Jährchen laufen. Wir machen tatsächlich jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Geld, ne? Die Truppen sind halbwegs brauchbar gedrillt. Vielleicht kommt das auch in Frage, hier den Drill zu reduzieren. Sinnvoll sowieso immer mal die Festungen stillzulegen, was ich nicht gemacht habe. Der Handelswert hier bei 14, irgendwas und hier bei 13. Das ist hier nach wie vor noch besser, aber eher okay. Wir lassen das noch ein bisschen so. Wir gucken uns das noch ein bisschen an. Krakau hat einen Kardinalsitz. Wir achten ganz genau drauf, wie dieser Krieg hier ausgeht. Die Engländer haben aufgehört zu piraterisieren. Ah, schau mal da. Da ist unser Krieg gegen die Weltkriegsgrund. Wir gucken uns trotzdem noch die anderen an. Unter der Kategorie Gewaltenteilung, auch sehr schön. Förderkosten für Institutionen, Absolutismus Maximum. Bei dem Präsidialsystem. Das wäre schon irgendwie witzig, wenn wir einen Piratenpräsident hätten. Wir sind ja nicht die USA. Und dann haben wir noch den Generalstaatsanwalt. Was haben wir hier? Berater erhöhen pro Stufe die republikanische Tradition jährlich um 0,02. Das ist eigentlich ziemlich heftig. Kann kein Kronland beschlagnahmen, was bei unseren Ständen nicht so wichtig ist. Beraterkosten der Herrscherkultur minus 15%. Also das ist tatsächlich ein relativ starker Vorteil für eine Republik. Für eine Piratenrepublik. Aber der Krieg gegen den Rest der Weltkriegsgrund ist halt nochmal viel cooler. Schnellere Schiffe bauen, weniger Nationalismus, mehr Seeräuber-Einfluss. Da gibt es noch das Schwarzmarkt-Konsortium. Schmuggler-Einfluss, was bekommen wir hier? Deaktiviert Handelsrepublik-Mechaniken. Vasallen übertragen Handelsmacht an euch. Höhere Verwaltungskosten für Staaten, geringere Kosten für Handelshäuser. Kann Handelsposten bauen. Aber ja, das ist, glaube ich, noch nicht so das Ding. Dann gibt es noch Piratenkönig. Ein Admiral wird Herrscher, wenn der momentane Herrscher stirbt. Aber das ist eigentlich nicht so gut. Fernkampfflottenanführer, raue Behandlung minus 20% und Kapitäne Einfluss plus 10. Also wir nehmen den Krieg gegen die Welt auf jeden Fall. Achtung, gleich gibt's Kriegsgründe. Komm du mal zurück. Nicht der Fall. Müssen wir noch den Monat abwarten. Da sind unsere Kriegsgründe. Sehr schön. Wen können wir denn angreifen? Korsika. Oh, mit Kastilien verbündet. Vielleicht doch nicht Korsika. Siena. Neapel und dem Papst verbündet. Können wir noch den Krieg erklären? Lüttich. Oh, mit den Briten verbündet. Köln. Oh. Mit England und mit Frankreich. Aachen mit England und mit Frankreich verbinden. Oh, das ist ja echt witzig, ne?
Wir könnten Kroatien angreifen. Wenn wir Kroatien angreifen. Aber wartet mal kurz. Ich könnte Kroatien nicht koren, ne? Ich könnte Sili oder Chili angreifen. Ja, Österreich würde da mitmachen. Das ist schade. Muss ja irgendwas sein, wo wir... Also wir könnten jetzt tatsächlich... Wir könnten tatsächlich jetzt England legit angreifen, ne? Und wir könnten denen dann Provinzen abnehmen, ne? Also das nur mal gerade so als Anmerkung hier. Gelder mit Frankreich verbinden. Utrecht hatte ich mir schon mal überlegt, ne? Aber die sind mit Braunschweig verbündet, das ist noch ein bisschen schade. Was haben wir denn noch? Wir könnten Jollof angreifen. Und das sind auch, glaube ich, so die interessanten Perspektiven für uns. Wir könnten Neufundland angreifen. Wir könnten aber auch genauso gut Stadacona angreifen. Oder Innu. Das sind halt... Wir könnten die Isle of Man angreifen. Guck mal, mit Frankreich und mit England verbündet. Alter, was geht denn? Was machen die denn hier für Bündnisse? Die verbünden sich immer mit ihren Rivalen, oder wie? Wie funktioniert das? Ja, Portugal angreifen, das ist auch geil. Das musst du dir mal überlegen, guck mal. Die sind Rivalen von Frankreich und von England, ne? Und die sind irgendwie mit... Die sind mit Portugal beide verbündet. Die sind mit Man beide verbündet. Das muss doch irgendwie geskriptet sein oder so, oder? Marokko ist noch ein bisschen weit weg. Ja, das Doofe ist, wir müssen halt eigentlich irgendwie durch das Reich durch. Und dann habe ich aber eine Idee, was wir mal machen könnten. Und zwar, wir nehmen mal hier die Österreicher. Und jetzt gucken wir mal uns an, wen hassen die denn? Guck mal, Brandenburg mögen die zum Beispiel nicht, ne? Also Brandenburg könnte eine Kriegserklärung wert sein. Aber ich habe halt noch eine Waffenruhe mit denen. Aber nicht mehr so lang, ne? 20, noch 2 Jahre. Und wir haben halt eine Grenze, ne? Und dann könnten wir sie angreifen. Da würde Österreich, würde glaube ich nicht mitmachen, wenn die Waffenruhe weg wäre. Weil Österreich Brandenburg hasst. Oder hasst Brandenburg Österreich? Ne, österreichische Meinung von Gotland? Gotland interessiert doch niemanden. Österreichische Meinung von Brandenburg ist minus 15, ne? Meinung von Österreich. Aber das ist irgendwie genau falsch. Ich würde gerne sehen. Okay, dann machen wir es ein bisschen anders. Wir können auch nochmal hier gucken. So, ne? Hier Brandenburg, Nürnberg. Aber Nürnberg ist eine Reichsstadt, ne? Die haben ja nochmal so, da gibt es ja nochmal so besondere Dinger, ne? Nassau, Regensburg und so weiter. Also vielleicht die Möglichkeit hier jetzt für uns nochmal ein bisschen ins Reich rein zu expandieren. Und dann war noch meine Überlegung, ob wir Braunschweig alliieren wollen. Den müssten wir Land versprechen gegen, hier gegen Lübeck, ne? Kann dich leider nicht in den Krieg mit reinrufen, deswegen müsst es dann Braunschweig machen. Worst-Case-Szenario wäre, Braunschweig wird besetzt von Polen, ne? Denke ich jetzt mal so, das könnte halt passieren. Wir müssen nochmal gerade gucken, wie viele Schiffe haben die denn? Guck mal, die haben 33 Schiffe, Alter, was geht mit Polen ab? Bauen die 33 Schiffe, alter Falter. Ich habe doch irgendwann mal meine Galeeren aufgelöst, ne? Sekunde mal bitte. Okay, aus irgendeinem Grund ging nämlich mein Synapse gerade nicht mehr, also mein Razer Synapse. Und weil ich das noch nicht ausgewählt habe. Ja, mach mal Brandenburg bitte als Rivale.
Obwohl, Sekunde, nee, geh nach Gesamt. Dann finde ich Polen schneller hier. Alter, die haben 4 schwere Schiffe. Was ist los mit denen? 4 schwere Schiffe. 9 Galeeren, 13 Transporter. Alter, was ist los? Boah, Vater, wird das ein teurer Spaß, ey. Ich stelle mir das, glaube ich, irgendwie alles falsch vor, ne? Ne, wir müssen vorher plündern, das geht ja nicht anders. 28, noch 3 Jahre. Sonst müssen wir bei Österreich halt auch nochmal Meinung reduzieren, ne? Alter, wir warten noch ein bisschen. Oh nein, was ist denn jetzt los, bitte? Warum geht denn jetzt die Taste hier nicht mehr? Okay, wir machen so. Reicht mir, wenn die andere Taste geht. Goldenes Zeitalter für Braunschweig. Nee, du meinst es nicht ernst. Die haben sich Hamburg nicht geholt. Ah, wahrscheinlich wegen der AE, ne? Mit wem bist du noch verbündet? Mit Böhmen. Utrecht, Stettin und Goslar. 7, 7, 13, 48. Übrigens keine Truppen gerade. Er würde sie nicht angreifen, denke ich. Ich glaube nicht, dass er sie angreifen würde in einem Offensivkrieg. Insbesondere, wenn er keine eigenen Truppen hat. Deswegen, ja, aber nützt er mir dann überhaupt dann als Verbündeter? Könnte mir Braunschweig als Verbündeter nützen? Wäre denn mit Thüringen? Die sind mit Brandenburg verbündet, Alter. Och Mann, hör doch mal auf, ey. Gott, weil Sachsen so zerstückelt wurde, ne? Kommt denn hier noch in Frage? Wer kommt denn hier noch in Frage? Eine Überlegung wäre natürlich noch, irgendjemanden zu Diplo-vasalisieren, vielleicht, aber als Piratenrepublik doch beliebig unwahrscheinlich, ne? Lass sie hier mal noch ein bisschen zittern. Obwohl, warte mal, wir sind gerade ziemlich voll mit unseren Punkten. Latsch doch mal dahin. Immer noch auf der Suche nach einem brauchbaren Bündnispartner. Was wäre denn jetzt, sagen wir mal, was ist mit Luca? Luca ist mit Böhmen und Neapel verbündet. Alter, diese OPM-Bündnisse, ne? Verbündet mit Genua und Venedig, ist klar. Florenz und Venedig, wer kennt sie nicht? Du bist mit dem Papst verbündet. Siena wäre schon wichtig, wir könnten hier so viel plündern, ne? Aragon natürlich schon in der PU mit Sizilien. Verbündet mit Algerien und Marokko. 22.000 Mann, auch recht viel. Könnte noch eine Idee sein, wenn wir hier sagen, aber Neapel wird kein Bündnis machen wollen, ne? Hm, obwohl. Ich weiß ja mal, die Beziehungen mit Neapel, solange sie noch katholisch sind, passt es, glaube ich. Neapel könnte ein Verbündeter da unten sein.
Und wo läuft er jetzt hin? Okay. Das haut mir nicht so hin. Der Kaffeeboom in Portugal. Oh yeah. Ey, ohne Witz, ne? Novgorod, es reicht jetzt langsam, ne? Okay, was ist mit Brandenburg passiert? Nix. Die haben Rupien entlassen. Alter, was ist hier los, ey? Dieses Spiel. Okay, pass auf, wir rivalisieren England. Rivalisieren die Engländer. Okay, wir wollen, Alter, 100 Tage, okay. Dann baust du mal zwei Stück hier. Wir dürfen ja nicht vergessen, Lübeck hat ja auch noch eine Flotte, ne? So, los geht's. Fest landet, hält Irrglaube. What? 5 Prestige kostet mich das oder 30 Diplomat? Ah ja, 30 Diplomat, wozu denn? So, los geht's. Ne, wir nehmen den neuen. Den brauche ich nämlich jetzt noch nicht behalten. Die Meinung von Stettin verbessert sich, nachdem ich sie gerade nochmal komplett nackig gemacht habe.
Alter, was geht denn ab? Ich hab's ja nochmal geplündert, ne? Das ist ja hier meine Überlegung gewesen. Gerade im Krieg mit Wolgast, ne? Wir müssen hier auf deine Bündnisse achten. So, Litauen macht schon mal mit, das ist schon mal gut. Schottland macht nicht mit, weil... Ich meine, hey, das ist echt weit weg. Das sind 3 Seeprovinzen, ne? Also, ich meine, wo kommen wir da hin, ne? Vielleicht können wir die nachher noch in den Krieg rufen. Österreich macht natürlich nicht mit. Deine Rivalen, Oldenburg, Braunschweig ist dein Feind. Die haben immerhin wieder ein bisschen was, ne? Ich könnte die dann mit einem Gebietsversprechen da reinrufen. Egal, was wir denen geben. Ich will überhaupt nichts von Lübeck. Ich will einfach nur Polen platt machen. Das ist meine Hauptmotivation. Was würde mich ein Flaggschiff kosten? 90. Wir würden nehmen... Wir würden nehmen Geschwindigkeit plus 1. Haltbarkeit des Flaggschiffs wahrscheinlich noch. Was haben wir hier noch? Integrierte Marineeinheiten. Nicht jeder Soldat, der ein Schiff betritt, kann ein Marinesoldat sein. Aber es kann genug auf unseren Flaggschiffen geben, was zu bewirken. Bewegungsgeschwindigkeit vor und auf Schiffe plus 33%. Das ist schon ziemlich geil. Monatliche Chance, dass ein Admiral auf Mission eine Fähigkeit hält plus 1. Nein. Ersatz Jolly Roger. Freibeuter, Effizienz, Moral plus 25. Dann brauchen wir ein Leichtschiff als Flaggschiff, ne? Ja. Das brauchen wir dann. Aber dann lassen wir das Flaggschiff erstmal noch weg. Wir sind ja über dem Flottenlimit drüber, ne? Noch nicht über dem Flottenlimit. Leichtschiff noch. Auch noch ein paar, der Krieg wird teuer. Ja, hier hoch. Er hat Rebellen, schnell hoch, plündert ihn. So, jetzt geht's los. Machen sie ein bisschen langsamer. Ich muss jetzt aber, wenn ich jetzt das Bündnis mit... Ja, ich muss das Bündnis jetzt mit dir machen. Und belager noch eine Provinz, du Eumel. Wir haben jetzt ein Bündnis zu viel, aber so ist es dann halt. Ah, du belagerst die falsche Provinz. Das ist hier, die jetzt hier. Wenn ich jetzt Braunschweig geplündert hätte, hätten die kein Bündnis mehr mit mir gemacht. You know Bescheid, you know.
Okay. Fertig geplündert. Und ihr könnt mal nach Gotland zurückfahren. Wir müssen einmal schauen. Die polnische Flotte, ne? Er hat 7 Kleinschiffe. Und jetzt müssen wir einmal gerade so ein bisschen ermitteln, wo stehen die. Da sind 3. Wo ist denn der Rest von seiner Flotte eigentlich stationiert? Litauen hat Schulden, das ist aber nicht so schlimm. Die Schulden bezahle ich dir. Dann machst du mit. Dann müssen wir jetzt hier einmal sagen, Meinung reduzieren. Und zwar bei Lübeck. Achso, ich muss es hier auswählen. Okay, HJK, Lübeck. Guck mal, derzeit nur minus 57. Die alten Ketzer. Da ist seine Flotte. Okay. Da wollen wir also auf gar keinen Fall warten, sondern lieber hier und hier. Haben die Abenaki entdeckt. Dort von unserer Kolonialreichweite wahrscheinlich nur noch nicht so ganz hin, ne? Du bist jetzt gerade auf dem Weg zurück. Wo sind seine Schiffe jetzt hier oben gerade? Das ist okay, wenn die da oben sind, da kommen sie nämlich nicht raus. Okay. Wir nehmen... Stopp. Bitte aktivier die einmal. Und mach mal hier bitte den Verteidigungserlass rein. Da dürfen wir ein bisschen... Da dürfen wir ein bisschen brauchen. So, und wir müssen dann versuchen, halt auf Teufel komm raus, Litauen zu retten. Das ist das Erste, was wir machen müssen.
Okay. Gut, dann los geht's. Na, wobei, wir haben 32 Minuten. Im nächsten Teil geht's los. Macht's gut, bis dann. Pax vobiscum. Valete.